Was geht ab, meine Z-Fighter Hoser hier, und heute im Showcase zu meinem Broly-Team, zum Full-Power-Broly-Team, Freunde. Ich habe ihn soweit erwecken können. Die Sache ist folgendes, die Tage werden euch auf jeden Fall viele Showcases erwarten, denn in Sachen Team-Setups geht wirklich sehr viel, sowohl mit Broly als Dual-Kategorie-Leader, der Movie-Boss und Full-Power, als auch mit Gogeta als Movie-Heroes-Leader und Fusion-Leader. Deswegen wird auf jeden Fall sehr viel gehen, Freunde. Wir werden uns erstmal im ersten Video ihn in seinem kompletten Leader-Skill betrachten. Heißt in dem Mischmasch-Team. Also was heißt Mischmasch? Sondern wir werden seinen kompletten Leader-Skill mitnehmen. In der Hinsicht habe ich dann Charaktere hier am Start von Movie-Bosses und Full-Power. Selbes wird es für Gogeta geben, die Tage. Aber dann würde ich auch gerne testen, wie es machen sie sich als zum Beispiel jetzt im Brolys Fall als komplett reinen Movie-Boss-Leader, Movie-Boss-Only oder Full-Power-Only und so und so fort. Und ein, zwei Special-Teams habe ich mir auch noch überlegt, Freunde. So, aber auch für Hit, auch für Hit für Global wird das auf jeden Fall kommen. Deswegen, damit ihr auf jeden Fall schon mal Bescheid wisst, das Team für heute sieht folgendermaßen aus. Ich habe da einfach versucht, quasi aus dem Leader-Skill alles mitzunehmen, Freunde. In JP können wir das ja folgendermaßen filtern, und zwar können wir mehrere Kategorien wählen. Das sollte hier, glaube ich, die Full-Power-Kategorie sein. Ja, das ist sie, und dann könnt ihr noch quasi eine zweite Kategorie wählen. In dem Fall wäre das Movie-Boss Broly, und in dem Fall habe ich dann quasi einfach die Charaktere mitgenommen aus meiner Liste, mal so rüber geguckt, okay, was würde schön funktionieren, und im Endeffekt habe ich mich für dieses Setup gewählt. Da ist zwar jetzt quasi nur Gohan aus den Full Power rein, aber ich bin echt drauf gespannt, was hier abgehen wird. Ich spiele mal nebenbei rein in das Event und ich finde das so geil, Freunde. Die Sache ist mit Broly, ich finde Brolys Kategorien, Leader Skill von Broly, da Movie Boss und Full Power Deck, ich finde, da ist mehr Vielfalt als das von Gogeta, um ehrlich zu sein. Gogeta ist Movie Heroes und Fusion, da gibt es einige wenige. Natürlich auch gute Charaktere, also ich will die Charaktere selbst nicht schlecht reden, darum geht es mir nicht. Sondern ich meine einfach, ich finde bei Broly, da ist die Vielfalt halt immens, da kann man richtig viel machen. Die Sache ist die, Freunde, mein Setup wird folgendermaßen sein hier. Janemba habe ich Easy 8, ich habe mir einen Dupe geholt für ihn von dem Redstone. Da bin ich auch drauf gespannt, was mit ihm abgeht, er wird ja auch früher oder später für Global kommen. Außerhalb davon werde ich dann Janemba in einer Rotation spielen, Freezer, das ist so der Plan. Also mit Tech Freezer, die teilen sich gute Link-Skills, Shocking Speed haben sie etc. Fear and Fate und so, das werden wir auf jeden Fall gleich sehen. Und außerhalb davon werde ich dann Broly in einer Rotation lassen mit Gohan. Warum? Denn die haben Shocking Speed, Super Saiyan, Fierce Battle, Prepare for Battle, das reicht auf jeden Fall, Freunde, das ist auch sehr gut. Prodigies wird dann getriggert bei Broly durch Freezy, Golden Freezer ist ein Supporter für die Movieverse Charaktere, den habe ich am Start. Und den Metal Cooler habe ich auch am Start. Die Sache ist, die Gohan bekommt natürlich nicht den Support Boost vom Golden Freezer, aber nicht schlimm, denn, Moment, machen wir das Ganze mal so. Und ihr seht schon, Janemba hat auch Shocking Speed. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig, dass Broly Shocking Speed hat. Das hat zum Beispiel Janemba auch. Das haben viele, ich sag mal, Full Power Charaktere. Viele Full Power Charaktere haben echt Shocking Speed. Das ist echt gut. Ja, die Sache mit Gohan ist, er bekommt natürlich nicht den Movie Boss Support von Golden Freezer. Ist nicht so schlimm. Aber er bekommt dann den von Metal Cooler, weil Metal Cooler gibt jedem Verbündeten 30% auf den Angriff. Aber nur Extreme Class Verbündeten Key Plus 2 sollten das, glaube ich, sein. Jedenfalls, Freunde, ich habe ja auch nicht alle Charaktere aus dem Movie-Boss rein, ne? Ein Charakter, den ich mir natürlich ums Verrecken wünschen würde für dieses Team, wäre natürlich Thales. Leider ist Thales nicht im Banner, also das verstehe ich nicht. Ich sag mal so, die Charaktere, die im Banner sind von Broly, die haben schon eine Berechtigung wegen den Leader-Skin, okay? Da bin ich ehrlich, Movie-Boss Full Power. Aber außer einer, Super Saiyan 3 Broly, der ist weder in Movie-Boss-Kategorie noch in 3,5, nice. Und die Sache ist, die Elegant bekommt ihr 170% Boost, Freunde. Also, in dem Fall könnt ihr halt legit Broly auch als Full Power Leader spielen und Movie Boss ist, weil er gibt einen besseren Boost als Full Power Goku. Oh mein Gott. Full Power Goku und wie heißt der andere Dackel? Ja, der andere Dackel, Thales natürlich. Jedenfalls Super Saiyan 3 Broly, der ist weder in Full Power noch in Movie Boss, ist aber im Banner. Wahrscheinlich nur, weil er Broly heißt, aber das finde ich schwach. Legit. Sonst haben alle anderen Charaktere eine Berechtigung und, das ist auch ein schönes Setup. Das ist legit auch ein schönes Setup. Die Sache ist mit Janemba ist, er müsste zuvor seinen Guard aktiviert haben, also er muss zuvor einen Angriff bekommen haben, damit er seine komplette Passive triggert. Er ist nämlich hier voll ins Easy 8. Wenn ich mal kurz rüber gucken darf, Freunde, kurz aus dem Kopf. Er hat Attack und F70% so vorneweg, hat für eine Runde dann quasi, beziehungsweise kann er seinen Guard aktivieren und hat, wenn er die Guard aktiviert, bekommt er zusätzlich für 4 Runden 40% auf den Angriff. Und, das heißt, er hat eigentlich schon letzte Runde Guard aktiviert gehabt, heißt, also der hat Guard gegen jeden so oder so, also das aktiviert sich immer, er muss so angegriffen werden. Und hat dann für eine Runde, in dem sein Guard sich aktiviert, Dodge-Chance. Heißt, er hat eigentlich die... Wurde er letzte Runde angegriffen? Ich habe nicht drauf geachtet, aber sollte eigentlich angegriffen sein. Und jetzt bin ich aufgespannt, warte mal, auf was kommen wir? Wenn wir auf 2 kommen... Ne, ich glaube, da fehlt noch was, um ehrlich zu sein.
Jedenfalls, nicht schlimm, nicht schlimm. Janemba geht es nicht. Aber Janemba haben wir so als Sneak Peek, sage ich mal. Der sollte ja früher oder später auch auf Global kommen. Nächste Izay auf Global sollte aber das von Kid Buu sein, von Physisch Kid Buu. Der Golden Freeze ist Free-to-Play-Charakter. Ich habe ihn auf 100% geklatscht. Ich habe ihn auf Dodge gegeben, weil er nur ein Supporter ist. Er hat eine Damage Reduction. Er wird defensiv stärker, je öfter er angegriffen wird, glaube ich. Oder wenn er Angriff kassiert. Oder so, irgendwie sowas. Und gibt Movie Boss Charakteren Boost. Ich glaube, es ist ein Kid Buu Attack mit 30%. Gucken wir gleich mal rein. Aber was denkt ihr jetzt? Jetzt eine gute Frage. Jetzt sind 83.000. Okay. Ja, es ist gut. Es ist gut. Für das Event ist wirklich gut. Und boom! Vierte Runde und Broly eskaliert, Freunde. Apropos Broly. Ich habe das gar nicht angesprochen. Ich habe gerade den Broly nicht angesehen, was er so drauf hat, Freunde. Und ich habe es nicht wieder vorgelesen. Boah, Double Transformation. Aber wir wissen ja, wir haben die ganzen Tage wirklich alles angesehen, was es zu Broly zu wissen gibt. Ich guck mal nochmal dennoch ganz kurz rüber, damit wir das auch hier in dem Video haben. Habe ich jetzt nicht am Anfang gemacht, sorry dafür. Aber Freunde, folgendes mit unserem Broly. Jetzt der Full Power Broly. Movie Boss Charakter gibt der Kid Buu 3 Attack 70% und HP und Verteidigung 150%, sorry. Und Full Power Charakter gibt der auf den Angriff 170%, das ist auch sehr schön. Aber HP und Death 130%, das ist nicht die Welt, das ist auch gut. Immense Damage, massively lowers Death des Gegners, verringert massiv die Verteidigung des Gegners, also minus 80% für 3 Runden auf die Verteidigung. Folgendermaßen ist seine Passive, ergibt sich selbst eine Kid Buu 8 auf den Angriff 198%, auf die Verteidigung 120%, macht garantiert einen Additional Attack und dieser hat eine hohe Chance, das ist 50-50, da ist eine Super Attack zu sein. Links haben wir Saiyan Warrior Race, ja, GG. Super Saiyan haben wir auf jeden Fall an der Stelle, wir haben dann Prodigy 10%, wir haben Berserker, wenn die HP 50% und drunter sind, bekommt er 20%, was glaube ich, stand gerade dran. Shocking Speed, Kid Buu 2, wichtig mit Shocking Speed, Prepare for Battle, Kid Buu 2 und 4 Spell, also sein Link-Skill-Setup ist wirklich sehr gut in Movie Bosses, Full Power, Pure Saints und Enhanced Transformation ist er vertreten, Freunde. Und jetzt bin ich mal drauf gespannt, was er leisten wird. Er macht ja vermehrt Schaden in diesem Event. Und der Friend hat, glaube ich, 3 Dupes, ne? Jetzt bin ich drauf gespannt, was abgeht. Bei Broly, wenn die Dupes sind, geht auf Crit. 15 Crit, 11 Additional Attack, 2,1. Und die Super Attack sieht so geil aus. 15 Crit, 11 Additional Attack, wenn ihr auch bei Broly Dupes bekommt, Freunde. Ah, die Super Attack. Oh mein Gott. Richtig geil. Ohne Spaß, Brolys. Sowohl Broly als auch Rita, die sind einfach nur übertrieben geil gemacht. Das sind wirklich zwei sehr, sehr gute und sehr, sehr starke Charaktere. Und wenn man die zieht, ist er wirklich Ripporino. Jetzt aber, das wird eine schöne, das wird jetzt auch schön zu sehen, was Janemba kann. Denn Janemba, Gogeta zum einen, macht viel Schaden, Freunde. Gogeta macht viel Schaden. Janemba hat zwar keinen Typenvorteil, aber Janemba hat seinen Guard aktiviert, sein Schild gegen jeden. Dauerhaft. Heißt, er kriegt immer mindestens neutralen Schaden. Guck mal, 84. Jetzt ist sein Angriff gestiegen, weil er seinen Guard aktiviert gehabt. Heißt, er hat seine komplette Passive. Im Endeffekt hat er auch eigentlich jetzt auch Dodge-Chance. Genau. Jedenfalls, was bekommt er? Das ist interessant. Er hat seinen Guard aktiviert, aber das sollte, könnte vielleicht... Boah, was? Nur 32.000. Über 2 Millionen mit einem Dupe. Das ist Easy A Janemba, meine Freunde. Der ist Shank Janemba, den könnt ihr zur Seite hauen. Izay Janemba ist wirklich brutal und wenn in diesem Ausmaß Strength for Rita sein Izay auch wird, er bekommt am 10. Januar sein Izay auf JP, dann wird es wirklich sehr, sehr gut mit Strength Janemba. Aber dieser Izay Janemba, zum Beispiel in Broly Banner, ist der Strength Janemba. Legit, mir wäre es lieber, wenn er Inter drin wäre, weil nach seinem Izay ist er brutal. Er ist wirklich cool. Natürlich bekommt man durch den Dragonstone, Red Dragonstone hat man oft die Wahl, den Janemba zu bekommen, aber sei es mal dahingestellt. Jedenfalls, guck mal, das ist auch schön, weil Prodigies von Broly triggert sich ja nicht, was Angriff noch ausmacht, und Berserker, aber Berserker zu triggern ist schwierig. Und das bekommt er jetzt hier noch von dem Golden Freezer. Der Golden Freezer, Freunde, wie gesagt, wenn ich mal ganz kurz drauf gucken könnte, damit ihr auch ganz gut sehen, was die Charaktere drauf haben, mehr oder weniger. Er hat eine Damage Reduction von 30%. Er bekommt 15% auf den Angriff. Wenn er angegriffen wird, glaube ich, kann auch sein, wenn der Angriff startet, aber ich glaube eher, wenn er angegriffen wird, dann Maximum 60% auf die Verteidigung. Und Movie Boss Charakteren gibt der Key plus 2 Attack und Left 30%. Genau. Also das ist wirklich ein guter Free-to-Play-Supporter für Movie-Boss-Charaktere, falls man Thales nicht hat, zum Beispiel, so wie ich, armer Schlucker. Thales hätten die echt ruhig reinhauen können. Die Sache ist, ich habe Angst, der wird schon oft angegriffen. Der wird schon oft angegriffen, auch wenn der Damage-Reduction hat auf nur... Wisst ihr was? Egal, komm, Jolo, komm, Risiko, wir gehen mal ein Risiko ein. Wir gehen mal ein Risiko mit Freezy. Oh! Achso, ja, ich habe ihn ja Dodge gegeben. Ich habe ihn genau für so Fälle Dodge gegeben, Freunde, weil... Der wird nicht viel Schaden machen. Und bei der Supertech dachte sich, ey, die letzten Supertechs sehen so lange, bei ihm lassen wir das mal. Der macht einfach nur ungut ist. Was soll ich sagen? Boah, okay, der tankt sehr krank. Bitte? Und ihr habt es gesehen, er hat seine Verteidigung gesteigert, nachdem er einen Angriff bekommen hat.
Okay, jetzt bin ich gespannt. Er hat 30% Damage Reduction, das ist auf jeden Fall, spricht für ihn. Er ist auf 100%, das spricht hoffentlich auch für ihn. Aber dennoch kämpft er gegen Gogeta. So, okay, doch, der Tank echt gut als Free-to-Play-Charakter, also da kann ich echt nicht meckern. 2,8, Freunde, das ist wirklich ein sehr schönes Setup für Broly. Natürlich geht da mehr, wenn man Thales hätte, aber auch dieser Support-Aspekt ist sehr schön. Weil er hat Prodigy's getriggert, Super Saiyan 4 Battle Sachen angeflinkt jetzt und raus damit, Freunde. So viel zu dem Event von Broly oder zu meinem Broly-Team, nenne ich es Full Power Broly-Team. Wie gesagt, ich habe darauf geachtet, dass ich einen Mischmasch habe und den kompletten Leader-Skill decke. Aber die Tage, es gibt wirklich, ich freue mich drauf, es gibt wirklich viele Showcases, Freunde. Weil man kann, wie gesagt, Full Power Only ihn als Leader spielen, Movie Boss Only spielen, in anderen Teams spielen. Er ist noch in Pure Saiyans vertreten, er ist in Enhanced Transformation vertreten und. Also darauf könnt ihr euch die Tage auf jeden Fall aufbauen. Ich werde mich auf jeden Fall darum bemühen, das Ganze zu machen. Jedenfalls so viel zu dem Event vom Gogeta mit meinem Broly-Team. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.